Beim ersten Mal hat es noch nicht gereicht für den Chefsessel in der Landeshauptstadt für die nächsten 8 Jahre. Heute aber bei der Stichwahl. Und bevor wir live gleich die Gesichter der beiden Kontrahenten sehen, sehen wir das Ergebnis. Noch sind zwar nicht alle Stimmen ausgezählt, aber schon jetzt liegt Mike Schubert von der SPD mit etwa 54,9% der Stimmen deutlich vor der parteilosen Martina Traut, die für die Linke ins Rennen gegangen war. Sie bekam 45,1%. Und damit bleibt die SPD auf ihrem Posten, den sie seit der Wende innehat. Und Potsdam ist so gesehen dann auch Brandenburgs roteste Stadt. Wie der Wahlsonntag heute verlief, fasst Christine Stellmacher zusammen. Er kommt auf den Glockenschlag pünktlich ins Wahllokal. Mike Schubert, der SPD-Spitzenkandidat. Farblich ist es ein Heimspiel. Die Wahlhelfer vom Potsdamer Fanfarenzug machen nebenbei noch etwas Werbung für den Verein. Der Kandidat war gestern Abend noch feiern und ist ein bisschen müde und auch ziemlich aufgeregt. Ich versuche da immer ganz ruhig ranzugehen und zu sagen, da kann so viel passieren an so einem Wahltag. Von daher warten wir ab 18 Uhr, sind wir schlauer. Seine Konkurrentin von der Linken kommt eine Stunde später zur Wahl. Gekonnt posiert sie vor den Kameras. Martina Traut gibt sich da ganz siegesgewiss. Ja, sehr optimistisch. Ich habe ja nun lange genug gekämpft und jetzt hoffe ich auch, dass der Erfolg heute auch kommt. Die Linke gegen die SPD, bei Oberbürgermeisterwahlen in Potsdam schon quasi Tradition. Sie, die Gleichstellungsbeauftragte, gegen ihn, den Sozialbeigeordneten. Ein Ring um das OB-Amt in einer Stadt, in der es genug Themen zum Anpacken gibt. Bezahlbaren Wohnraum für alle, den ausbaufähigen öffentlichen Personennahverkehr und allgemein den drohenden Verkehrskollaps. Der Wahltag heute ruhig und auffällig viele Bürger zeigen sich politisch sehr engagiert. Ja, natürlich gehe ich wählen. Na, weil das meine demokratische Pflicht ist. Nee, immer. Schon seit Jahren, jedes Mal, bei jeder Wahl dabei. Demokratie lebt davon, dass wir uns alle einbringen. Ich bin sogar Wahlhelferin. Trotzdem war die Wahlbeteiligung eher bescheiden, deutlich geringer als bei der letzten Wahl vor 3 Wochen. Schönen Sonntag. Nun, wie versprochen, live ins Rathaus, das ja in Potsdam Stadthaus heißt, zu meinem Kollegen Tim Jäger. Tim, mit dem ersten Stimmungseindruck. Ja, also die große Zeitenwende, das große Drama hier im Potsdamer Rathaus ist ja nun heute ausgeblieben. Sprich, die Reihe der SPD-Oberbürgermeister seit der Wende ist nicht durch eine linke oder zumindest auf dem Ticket der Linken kandidierenden Frau unterbrochen worden. Es bleibt also wie seit der Wende das Potsdamer Stadthaus in SPD-Hand. Und ja, es ist tatsächlich so, dass das Einzige, was hier als Wermutstropfen eventuell gelten könnte für alle, die Wahlbeteiligung ist. Die ist wirklich nicht prickelnd. Ich drehe mich mal um und sehe es jetzt. Fast alle Wahllokale sind ausgezählt. Es fehlt noch bei gut 37%. Das ist nicht wirklich toll. Aber immerhin, die Sozialdemokraten, die hier heute Abend in den Plenarsaal gekommen sind, die hatten was zu feiern. Matthias Platzeck ist noch hier und ist hier irgendwo im Saal unterwegs. Ministerpräsident Woidke ist dabei, hat gratuliert. Und da gab es dann schon Applaus für Mike Schubert. Schönen guten Abend, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, Herr Jäger. Dankeschön. Das wird ein schwerer Job, den Sie haben werden in den nächsten 8 Jahren. Man redet in Potsdam zu Recht, das ist statistisch durchaus auch untermauert, gerne von der sozialen Spaltung, von der Segregation, dass Arm und Reich sehr getrennt leben und existieren hier nebeneinander in dieser Stadt. Ist das der größte Brocken und wie wollen Sie das Problem lösen? Ja, es ist der größte Brocken. Es wird ein schwerer Job, aber es wird auch ein wunderschöner Job, weil ich habe jetzt heute das Platzett bekommen, meine Heimatstadt regieren zu dürfen. Und das ist erstmal heute ein Grund, sich für mich zu freuen. In der Tat, wir müssen die Stadt zusammenführen. Wir müssen diejenigen, die dazugezogen sind, die schon länger hier wohnen, zusammenführen, arm und reich. Eine Stadt so gestalten, dass alle sich in ihr wohlfühlen. Und dafür müssen wir vor allen Dingen alle an einen Tisch holen, weil wir haben Wachstumsschmerzen. Diese Stadt ist aus allen Nähten geplatzt und wir wollen es ein Stück behutsamer angehen und miteinander. Das ist das, was ich mir auf die Fahnen geschrieben habe und wo ich die nächsten Wochen auch ganz konkret dann zu Gesprächen einladen werde. Vielen Dank. Zunächst Mike Schubert, Martina Traut. Auch Ihnen herzlichen Glückwunsch. Also vor 8 Jahren, der damalige linke Kandidat Hans-Jürgen Scharfenberg hat es auf etwa 40% gebracht. In der Stichwahl Sie auf respektable 45%. Stimmt das? Ja, knappe 45%. Immerhin ein Achtungserfolg als Seiteneinsteigerin. Wie gehen Sie damit jetzt um? Wie geht es für Sie politisch weiter?
Ja, ich freue mich riesig über das Ergebnis und das zeigt, dass ich auch auf die richtigen Themen gesetzt habe, mit dem bezahlbaren Wohnraum, mit der sozialen Spaltung, den sozialen Zusammenhalt stärken. Und es zeigt, dass die Linke eben auch eine ernstzunehmende Kraft auch ist und sein muss, auch zukünftig für die SPD, und dass die Stadt dann auch mit der Linken auch gemeinsam geführt werden kann. Ist das etwas, was für Sie durchaus in Frage kommt? Sie waren lange Jahre hier Fraktionsvorsitzender in der Stadtverordnetenversammlung und haben durchaus auch der Linken schon mal die Hand gereicht. Ist das was ansteht? Ich glaube, wir müssen bei dem Ergebnis heute gucken, dass wir die politischen Kräfte in dieser Stadt zusammenführen, egal ob sie rot, schwarz oder grün sind. Weil wenn man auf die Ergebnisse guckt, dann geht es vor allen Dingen darum, viel Beteiligung über die Grenzen, Parteigrenzen hinweg zu machen. Dafür will ich als Oberbürgermeister stehen. Da habe ich in den letzten zwei Jahren als Beigeordneter gute Erfahrungen mitgemacht und einen letzten Satz in die Richtung von Martina Traut auch noch. Wir haben einen sehr fairen Wahlkampf miteinander gemacht und dafür möchte ich auch an der Stelle nochmal Dankeschön sagen. Vielen Dank Ihnen beiden. Im November tritt Mike Schubert dann den Job hier an im Potsdamer Rathaus und folgt dann auf Jan Jakobs, der einfach nicht mehr kandidiert hat, der geht jetzt in Ruhestand. Potsdam hat einen neuen Oberbürgermeister. Dankeschön für diese Einschätzung. Danke Tim Jäger live aus dem Stadthaus. Ja.